Meine Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir werden uns heute hier diesen Martinessa spielen. Zeige ich euch auf jeden Fall. Habe ich schon 4 Spiele gemacht, alle 4 gewonnen. Die Karte sieht auf jeden Fall sehr, sehr stabil aus. Die werden wir uns auf jeden Fall holen. Eine 86er Karte kostet 20.000. Also könnt ihr auf jeden Fall machen. Müsst halt mit 11 MLS-Spieler spielen und 6 Spiele gewinnen. Aber die meisten Gegner sind da eh nicht so gut. Ihr könntet zur Not natürlich 3 Spiele einwechseln, die natürlich besser sind. Jetzt schauen wir uns mal noch an, was wir hier gebracht haben. 3, ja, Footmus-Spieler, die mich alle nicht interessieren, so gesehen. Einmal Gomez, auch diesen viel zu teuer, so gesehen. Okay, der hier würde gehen vom Preis her. Man muss halt, ja, 83er Rating, der geht sogar. Also den könnte man theoretisch wirklich machen. Ist der einzige, wo günstig ist. Die anderen beiden kosten viel, viel mehr. Braucht man 84er Rating und auch eine Foot Champions Karte oder Team der Woche Karte. Vielleicht nehme ich diesen Torreira noch mit. Der ist eigentlich recht günstig. 83er Rating. Kostet wahrscheinlich so 10, 15k. Aber der Rest lohnt sich da nicht. Wenn ihr da einen machen wollt, macht Torreira, aber sonst keinen. Da wären natürlich noch viel, viel bessere gekommen. Das ist natürlich klar. Icons sind auch gekommen. Ballack und Campbell, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, zeige ich das natürlich hier. Campbell, aber auch hier muss man viel zu hohe Sachen abgeben. Und Ballack hier auch, also die sind viel zu teuer. Wie gesagt, das müsst ihr hier ja bei Online-Einzelspiele machen. Hier sucht man auch ein bisschen länger die Gegner, dauert manchmal 2-3 Minuten. Wie gesagt, ihr seht hier das Team, mit dem ich spiele. Die werde ich auch alle verkaufen. MLS-Spiele sind so teuer, deswegen mache ich dieses Challenge jetzt auch relativ schnell, dass ich die ganzen Sachen weghaue. Weil so ein Steffen, ja, den habe ich damals gezogen. Was kostet der? Ja, also der kostet wahrscheinlich um die 20.000, genauso die anderen Informs, dies, das. Fitness gehen wir noch und dann gehen wir rein ins erste Spiel. Wie gesagt, wird wahrscheinlich eh 2 easy Gegner sein, also besser gesagt 2 easy Spiele. Kann jetzt kein Fitness geben, sollte aber trotzdem noch klar gehen, bis auf Schweinsteiger. Haben alle genug Fitness, vielleicht macht der Gegner direkt Rage Quit, sollte klar gehen, wie sie sehen uns beim Gegner. Ein Gegnerteam sehen wir jetzt. Ja, sieht doch sehr, sehr schlagbar aus. Torwart auch nur ein Silbertorwart. Ab geht's, Freunde, holen wir uns den Sieg. Welche Spieler als Gegner kriegen, deswegen brauchen wir natürlich vorne auch hier Son, Hazard, ja. Und Philipp Anderson noch ab mit dem. Und dann haben wir doch 3 gute Spieler. Ich denke jetzt nicht, dass er einen Torwart einwechselt, deswegen haben wir sogar dann trotzdem einen Vorteil, auch wenn er einen Ronaldo hat. Weil unser Torwart ist 81er Inform, ist nicht so schlecht, dieser Steffen. Sonnen macht er nicht, weil es hängt einfach. Also, was ein Dreckstor. Soll ich dazu sagen, Freunde, es leckt in einer Tour. Also, unspielbar. Das Tod ist also, pff, keine Ahnung. Und hier schon 3-0 führen müssen. Ja, grün, perfekt, macht der Hazard 1-1. Ja, also, die Server, bis jetzt sehr, sehr merkwürdig. Also, pff, ja, aber egal, 1-1. Ich will natürlich gewinnen, aber... Server fucken halt extrem ab. Oh, Philipp Anderson, sehr, sehr schön. Also Philipp Anderson ist nach Hazard für mich der zweitbeste Spieler aus der Premier League auf links. Jawohl, Hazard. Grün, sehr gut. 3-1, sollte das Spiel entschieden sein. Hazard, ja, ist einfach der Beste. Von dem Team auf jeden Fall. Schweinsteiger sitzt der hier komplett am Ende. Der Rage wird gefolgt. Ja, 5 Spiele, 5 Siege. Was hätte man auch anders erwartet? Das muss man ja ganz klar sagen, Freunde. Ne? Was hättet ihr anderes erwartet? Am Anfang komisches Spiel, irgendwie auch komplett geleckt bis zum geht nicht mehr. Gegner war auch nicht gut, aber dadurch hat er halt lange mitgehalten, weil ich habe gepasst. Es hat 5 Sekunden gedauert. Aber ich denke, das hat man am Anfang auch gesehen, wie manchmal da der Ball gehangen hat. Brutal oder besser gesagt, die Server am Spacken waren. Am Ende hin wurde es immer besser, hat man auch gesehen. Ich konnte immer mehr besser passen. Ja. Dann haben wir natürlich 3-1 gemacht, ist er jetzt rausgegangen, ist in Ordnung. Gehen wir ins nächste Spiel, Freunde, und dann haben wir den Martinez. Ab geht's. Schauen wir mal, was er für ein Team hat. Ja, sieht doch machbar aus. Klar, wird wieder was von der Bank kommen, macht ja jeder so. Deswegen ist natürlich okay, wenn das jeder so mal ist, ja, gleiche Chance für alle. Ne? Würde ich euch auch empfehlen, wechselt einfach eure 3 besten Spieler ein oder halt einfach 3 Spieler, die ihr eh im Verein habt. Weil klar, habt ihr damit natürlich einen Vorteil, wenn ihr so einen Hazard oder so bringt. Ist einfach so, muss man ganz klar sagen. Wir gehen rein, ab geht er. Schweini, zack, zack. David Villa, 1-0, jawohl, so können wir doch mal loslegen, 2. Minute 1-0, schmeckt,
David Villa, vielleicht brauchen wir gegen den Gegner gar nicht die einzuwechseln. David Villa ist sehr, sehr gut getroffen. Klar, er hat auch nur ein Silbertorwart, muss man auch sagen. Davis, jetzt habe ich gutes Gameplay, Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber jetzt habe ich keinen Delay. Jetzt kann ich gut spielen. David Villa wieder ist zu leicht mit seinem Silbertorwart und ich glaube, wir haben die Karte direkt. Also, will der Gegner wechseln, Freunde, will doch nicht raus. Ich hätte eigentlich gedacht, dass er sich verabschieden will, nachdem er nach 4 Minuten 2-0 hinten liegt, aber... Vielleicht bringt er jetzt Cristiano Ronaldo oder sonstiges. Kann er gern bringen. Wenn wir so trotzdem klatschen, die Gegner ist nicht spielerisch gut bis jetzt. Schauen wir mal, was er bringt. Aber wir hat zwei so sehr, sehr gute Tore. Also die reichen auch für den Torwart. Der ist nicht krass. Mahrez auch. Ne, nicht so eine gegönnte Scheiße. Ja, danke. Haben wir noch von Chelsea, glaube ich, die Europa League-Karte. Jetzt könnte es eng werden. Jawohl, Steffen, jawohl, aber macht der nicht rein, also wie will der ein Tor schießen, wenn der sowas nicht rein macht? Können wir uns mal anschauen. Und selbst hätte er ihn aufs Tor gehabt, geschossen, er hätte Steffen angeschossen. Steffen ist da so, selbst mit seinen teuren Spielern, die er eingewechselt hat, packt das noch nicht, unser MLS-Billig-Squad zu besiegen. Kostet ja nichts, muss man ja sagen. Ja, das ist halt Mahrez, den kann man halt nicht da verteidigen, hat auch in Rot. Davis, oh, hätte es ein Silbertorwart. Ich hätte es nicht erwartet, aber hat er auch nicht so schlecht gehalten. Komm, ach, schade, hält sein Torwart. Hätte ich jetzt auch meine drei besseren Spieler einbringen. William bringen wir auch mal, geben wir dem mal eine Chance, statt... Philippe Anderson sonst, geht klar, wir können auch mal statt so einen Gnabry bringen, feiere ich auch übertrieben, Gnabry, auch eine sehr, sehr geile Karte, gehen wir rein, ab geht's, holen uns die Karte dann ab. Hazard, safe Tor, Silbertorwart, kann niemals sowas halten, deswegen, wenn ihr seht, ein Gegner hat einen Silbertorwart, schießt ruhig aus, von weit hinten, und wenn ihr natürlich so einen Hazard oder so habt, einfach Gamechanger, muss man einfach sagen, dieses Jahr wieder so effektiv bessere Spieler zu haben, wird jedes Jahr wichtiger gefühlt, ist einfach so, muss man einfach sagen. Gnabry und den hält, da war nur gelb, ist okay, dass er hält. Gnabry, easy, 4-1, also ja, wie gesagt, ich hatte eigentlich jeden Gegner von den 6 Spielen haushoch abgeschossen, also... Da war jetzt wirklich kein guter Spieler dabei, deswegen sollte das wirklich eigentlich jeder schaffen, der ja den Controller richtig umhält, sagen wir es mal so. Schade, Marmelade. Davies. Schade, Ecke, ne? Ja. War nochmal schlecht verteidigt von mir, aber 90 ist es mir dann eh egal, ob ich jetzt 4-1 gewinne oder 4-2. Mach den Bock auch nicht fett. Komm, Keeper. Das wäre nochmal ein Tor geworden, oder Freunde? Wenn der jetzt wirklich rein wäre, aber wir haben eh gewonnen. War mir, habe ich die letzten paar Minuten nochmal ein paar Faxen gemacht, aber ja. Spiel war eigentlich nach 4 Minuten schon durch. Klar, da seine teuren Spieler dann eingewechselt. Aber als ich die dann auch wieder eingewechselt habe, habe ich dann gezeigt, wer der Boss hier im Spiel ist. Und das bin natürlich ich, hat man klar gesehen in der zweiten Hälfte wieder. Holen wir uns dann Martinez ab, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, Freunde. Bis gleich. So, es ist halt die Frage, ob wir diesen, Martinez überhaupt 10 da von den Chekos umrandet. Ich habe ja noch sehr, sehr viele blauen Chekos geholt. Wenn wir schauen, ob wir den sehen, weil jetzt zeige ich euch einfach seine Karte. So, auf jeden Fall seht ihr, dass ich den jetzt abgeschlossen habe. Drücken wir einfach mal drauf und ich hoffe, dass die Karte jetzt kommt. Also die Karte sieht unfassbar sexy aus. Kann mir jeder sagen, was er will, aber der wird auf jeden Fall mal getestet. Und jetzt können wir gucken, ob wir den finden. Ja, Freunde, der wird mir leider nicht angezeigt hier unter den Chekos. Leider nicht. Wir können ja nochmal drauf gehen, aber...
Wahrscheinlich muss ich die erst alle verkaufen und dann wird der mir wahrscheinlich erst angezeigt. Aber wir haben ihn auf jeden Fall geholt. Wie gesagt, ich habe noch sehr, sehr viele von den Checos hier für 18.000, 19.000 geholt, weil es meiner Meinung nach zu billig ist und der Minimum auf 22.000, 23.000 hochgeht, eher noch teurer. Deswegen habe ich den natürlich nur ein paar Mal geholt. Aber dann werden wir den die Tage einfach in den Verein hauen, dann geht das auf jeden Fall klar. Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wieder mit ein bisschen Gameplay, ein bisschen Gelaber. Wenn ja, gebt es gerne einen Daumen hoch. Schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao. Bis die Tage, meine Freunde.